könnten es versuchen. Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Nachdem ich in der letzten Folge mein brandneues und im wahrsten Sinne des Wortes brandneues Schwert hergestellt habe, worüber ich sehr froh bin und außerdem eine neue Rüstung mir selbst gebastelt habe. Oh yeah. Wollen wir noch diese Folge mal ein bisschen mein Geld ausgeben? Hä? Welches Geld, Alex? Du hast letzte Folge so verdammt viel Geld ausgegeben. Ja, richtig, aber ich habe noch ein paar Sachen aus dem Keller geholt quasi. Nein, ich bin noch mal ein paar Händler abgeklappert und habe sehr, sehr viele Sachen verkauft. Ich hatte noch zum Beispiel sehr, sehr viele Tränke, von denen ich wusste, dass ich die nie in so großer Menge nutzen werde. Ein paar Bücher hatte ich noch und anderen Kram. Aber auf jeden Fall ein bisschen gut ausgemistet. Wiege daher auch nicht mehr so viel, habe wieder einiges in die Bank gelegt. Meine Truhe meine ich. Wir sind hier nicht bei WoW, auch wenn ich WoW seit Jahren nicht mehr spiele. Und ja, ich habe jetzt wieder 4800 Gold. Mal ein bisschen ausgeben, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Und wir geben es dadurch aus, indem wir endlich mal ein bisschen Einhandwaffen trainieren, denn ich muss ja diese Waffe jetzt auch gut führen können, oder? Und vor allem möchte ich mich auf Schwerter spezialisieren und dazu brauche ich das. Also trainieren wir mal einhändig, verbessert auf 42. Sehr schön. So, machen wir mal alle Stufen, soweit wir können. Okay, verbessert auf 44. Mehr kann ich leider in dieser Stufe gar nicht. Schade, schade. Und ich komme schon ziemlich nah an ein Level-Up ran. Das ist gut, das ist sehr gut. Denn was kann ich denn jetzt noch so machen, bevor ich mich endlich in die Main-Quest weiterstürze? Ich bin jetzt gerade am Nachdenken. Ich glaube, ich habe noch so ein paar Eisensachen. Müsste ich noch haben. Ich schaue gleich mal nach im Inventar. Wenn ich noch so ein paar Eisenbarren habe, dann werde ich die wohl noch eben in Dolche oder in Helme verwandeln. Ich bin noch nicht sicher. Ich glaube, ich mache die, wenn dann, in Helme. Weil Dolche habe ich eigentlich immer noch ziemlich viele in der Truhe liegen. Ich habe die ja noch hier, 9 Stück. Und das Problem ist, ich könnte die jetzt alle verzaubern und verkaufen. Das Problem ist, ich krieg nicht so viele Seelensteine, die schon gefüllt sind von den Händlern. Das sind immer nur sehr, sehr wenige und die habe ich auf jeden Fall schon ordentlich verballert. Das brauche ich nicht. Gut, was wollte ich machen? Genau, Eisenerz. Eisenbarren. 8 Stück. Okay, schön. Das heißt, wir gehen jetzt mal hoch oben zum Schmied. Und machen dann noch ein paar. So, lass mich ran. Dankeschön. Wo haben wir's? Eisen. Hä? Ach, mir fehlen Lederstreifen. Na, gibt's denn sowas? Und hier oben gibt's ja kein Gerbgestell. Fällt mir auch gerade ein. Na, klasse. Also geht's hier wieder runter. Geht's hier eigentlich lang? Ja, wunderbar. Das ist schön kurz. So, mittlerweile merkt man auch schon, ich kann deutlich länger sprinten als früher. Das machen diese paar Punkte Ausdauer auf jeden Fall schon einen Unterschied. Das heißt, wir gehen zur anderen Schmiedin am Eingang des Dorfes. Die hat ja ein Gerbgestell, wo ich noch so ein bisschen Lederstreifen herbeibasteln kann. Ich hoffe, ich habe noch Leder. Wollen wir hoffen. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ach, ich habe ja kein Leder mehr. Ich habe das Leder alles in meiner Truhe zu Hause. Ach Mist. Aber ich will jetzt eigentlich schon einen Levelaufstieg haben, weil mindestens die Spezialisierung für einhändig möchte ich schon haben. Aber na gut, das Zuhause ist direkt nebenan, ist ein kurzer Weg. Machen wir das mal eben. Und was mir auch erst im Nachhinein leider aufgefallen ist bei der letzten Folge, ich habe ganz vergessen, meinem neuen Schwert irgendwie einen Namen zu geben. Ziemlich schade, vor allem weil das eine gute Waffe geworden ist. Echt schade. Aber naja, man kann nicht alles haben. Okay, ich... Nein, oder? Oh, fuck. Ich habe gerade alles genommen. Nee. Das war nicht clever, Alex. Überhaupt nicht. Scheiße. Also, diese Elfenkriegsaxt, die packe ich ruhig mal wieder rein. Man weiß nie. Diesen Bogen, diesen Stab der Lähmung, den Zwergendolch, warum auch immer ich den aufbewahrt habe. Handschuhe, die Rüstung. Das wiegt alles nichts. Zaubertränke hatte ich sowieso alle bei mir am Mann. Aber ich habe wahrscheinlich jetzt die ganzen Barren. Genau. Brauche ich gerade alles überhaupt nicht. Vor allem die Drachenknochen und die Drachenschuppen brauche ich auch nicht. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Dann hatte ich hier die ganzen Steine auch reingepackt. Genau, Lederstreifen möchte ich behalten. Die Mammutstoßzähne brauche ich auch zum Beispiel nicht. Dann diese Barren hier.
Rubin, Saphir, Stahlbarren, Mondstein, Metallbarren und die ganzen neuen Silberbarren kannst du auch haben. So, jetzt bin ich wieder schön leicht, hab das Leder, das ich haben wollte, eigentlich nur ursprünglich. Ich drücke erstmal schön auf R und schnapp mir alles aus der Truhe. Echt clever, Alex. So, da sind wir. Eisen, genau. Für Eisenhelme brauche ich... Oh. Doch so viel. Nee, da lohnt es sich zum Skillen ja doch eher... Ich möchte jetzt einfach nur Schmiedekunst möglichst hochskillen. Möglichst fix. Und dann werde ich wohl doch bei den guten alten Eisendolchen bleiben. Weil ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Ich habe hier Lass mich mal ans Gap gestellt. Dankeschön. So, stellen wir noch ein paar Streifen her. Dann habe ich auf jeden Fall so gut wie all mein Leder verbraucht in den letzten Folgen. Ich habe auch echt viel hergestellt, so ist ja nicht. Das bringt auf jeden Fall skilltechnisch immer noch deutlich mehr. Finde ich gut. Und jetzt gehen mir die Eisenbarren aus. Scheiße. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Eigentlich wollte ich ja noch einen Skill-Up haben, aber... Ach... Ich sage nicht, dass ich Ach komm, der beste lass mal jetzt gut sein. Lass uns endlich mal die Hauptquest weiterführen. Das heißt, jetzt geht's auf nach... Wo haben wir's? Iverstadt, genau. Und ab zu den Graubärten. Diesmal gehen wir den Weg da wirklich hoch. Ich bin schon echt gespannt, ob die mir irgendwas Interessantes oder Fesches beibringen können. Das wäre mal was. Schöne Karte. Neun Fürstentümer, Ostmarsch. Na, das ging zu schnell. Ich habe zu spät angefangen zu lesen. So, es ist Nacht. Eine wahre Nacht- und Nebelaktion. Obwohl, hatte ich eigentlich alle Punkte verteilt? Ich glaube schon, ne? Ja, hatte ich. Schade. Oh, ich bin schon so gespannt, mein neues Schwert endlich mal in Aktion zu erleben. Richtig toll. Nein. So. Und vor allem, das ist doch eigentlich eine ziemlich gute Synergie. Ja. Dass ich jetzt schön mit meinen Zaubern gerne Eiszauber spucke und mit meiner Waffe mache ich Feuerschaden. Eine gute Synergie, wie ich finde. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrodka? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Aha, welche Lieferung bringt ihr nach Hochrodka? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Ah, okay. Aber das kann ich doch gern für euch erledigen. Wirklich? Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Ja, cool. Das ist doch easy. Gibt es irgendwas, worauf ich beim Aufstieg vielleicht aufpassen sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Na gut, das klingt ja ziemlich easy. Seid vorsichtig dort oben. Ja, werde ich sein. Danke für die Warnung. Gut. Dann wollen wir doch mal... eigentlich habe ich gar keinen Bock auf nachts, oder? Nee, eigentlich nicht. Dann rasten wir einfach mal 12 Stunden, warum nicht? Dann ist auf jeden Fall wieder Tag und wir können da bei einer schöneren Aussicht nach oben marschieren. Wäre ja nicht so mein Ding, stundenlang hier auf so einer Brücke rumstehen. Stelle ich mir ein bisschen eklig vor. So, jetzt sehen wir auch vom Weiten wieder Viecher. Und ich will mal gucken, ob die Einheitsskillung von gerade eben was gebracht hat. Nee, der Schaden ist noch nicht gestiegen. Wahrscheinlich nur alle so und so viel Einhandskill-Steigerung bringt das wahrscheinlich irgendeinen Unterschied. Oh, ich will das sofort ausprobieren. Ist da irgendwas? Okay, das war jetzt nur eine Ziege. War das gerade Silberringe? Oh, shit! Heilige Mistsau, scheiße, das ist ja überhaupt nicht cool. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich guck da noch so ganz harmlos dahin und ich glaube, der Schaden passt. Oh, nochmal einen harten Schlag machen, jawoll. Na, so muss das laufen, du verfickter Bär, ha? Huh?
Wer ist jetzt hier der Meister, hä? Wer ist hier der Meister? Wessen Blut klebt an wessen Klauen, hä? Deins an meins, hahaha. Okay, gut, das dürfte erstmal reichen mit meinem kleinen Ausrutscher. Ich entschuldige mich. Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich freue mich halt, dass ich mal endlich mal eine richtig geile Waffe habe. So, dort oben wartet schon wieder eine lächerliche Ziege. Brenne! Und gib mir dein Fell. Genau. Ih, Ziegenbein. Mehr Ziegen. Wow. Na, dich hat's aber gut erwischt, hä? Und schaut euch mal bitte kurz die Ladung von diesem Ding an. Das waren schon einige Schläge und es hat sich kaum was getan. Richtig geil. Ach, und da fällt mir ein, ich sollte vielleicht besser mal die Seelenfalle wieder einsetzen. Denn dazu habe ich mir zwischen den Folgen auch noch ganz viele Seelensteine gekauft. Gewöhnliche habe ich 7 Stück. 6 kleine. So 8 winzige. Ich kriege auf jeden Fall erstmal wieder einiges voll. Und sobald die voll sind, kann ich wieder verzaubern und kriege wieder Geld. Und so weiter und so fort, ne? Also, ich finde das System eigentlich ganz cool. Ich habe immer genug Geld. Ist das ein Böser? Ne, scheint ein guter zu sein. Bargnar, alles klar bei dir? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotga emporsteigt. Habt ihr die Graubärte Dobakin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Aha, und der Bär ist an dir vorbeigeschlichen, oder was? Dann bist du ja echt ein Scheißjäger. Mhm. Was ist damit eigentlich? Ach, eine Schrifttafel, okay. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Aha, aha. Klingt nach einem schönen Gedicht. Dante und andere Gedichte wären wahrscheinlich super stolz. Das sind wirklich einige Stufen. Ich glaube, das dauert noch ein Stückchen, bis wir da oben angekommen sind. Hoffentlich gibt es noch ein paar Viecher zu erlegen. Das ist doch ein Witz, oder? Oh, fuck! Ein Schneebär! Gut, ich sag noch, hoffentlich gibt es ein paar Viecher zu erledigen, aber ich rede nicht von einem Drachen und erst recht nicht von einem Schneebär. Dem Schlag kann ich immerhin ausweichen. Au, 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 au. Okay. Bisschen heil. Nein, 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 nein. Ich will ausweichen. Wiederherstellung verbessert. Das ist auch ganz gut. Oh Gott, das kommt sogar ziemlich gelegen, um ehrlich zu sein. Aber mittlerweile habe ich ja wieder ein paar Zaubertränke hergestellt. So ist ja nicht. So. Ausdauer. Magicka wiederherstellen. Und Gesundheit habe ich auch einige. Hey, das ist sogar gar nicht so verkehrt. Und... Na toll, wie das erstmal nichts gebracht hat. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Schnell, meine Zaubertränke. Ausweichen. Leichte Rüstung verbessert. Wundervoll. Okay, jetzt werde ich wieder diesen alten Trick nutzen und eine Stufe aufsteigen. Boah, das war ein bisschen sehr knapp. Seht ihr jetzt, was ich meine mit ich brauche mehr Gesundheit? So, und dann gehen wir jetzt... Nein, wir gehen auf einhändig. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Genau. Und wo haben wir das mit den Klingen? Da haben wir das. Angriffe mit Schwertern haben eine Chance von 10% kritischen Schaden anzurichten. Ah, das klingt doch mal gut, oder? Finde ich auch. So, die Seele ist gefangen. Und das Vieh hat auch gut ausgeteilt. Also Hut ab, Hut ab. Hätte ich gar nicht erwartet, so einen hohen Schaden. Aber dieser Drache ist irgendwie weg. Nein, ich höre ihn noch. Ich wette, der erwartet mich, sobald ich etwas höher geklettert bin. Wird mich wundern, wenn nicht. Irgendwas mit meiner Tastenbelegung finde ich, bin ich unzufrieden. Die Flammen setze ich eigentlich eher so selten ein. Aber Heilung brauche ich eigentlich öfter. Nein. Ich wollte das jetzt auf die 3 legen. So. Alles klar. Gut. Oh Gott. Ein Eisgeist. Habe ich dich verzaubert? Sieht ganz danach aus. Kritischer Schlag. Yay, das hat gut Schaden angerichtet. War's das schon? Jawohl. Ja, cool. Ein Eishaufen. Eisgeist-Essenz. 20%ige Frostresistenz für 60 Sekunden. Cooler Trank. Und die Eisgeist-Zähne. Cool. Ah, danke. Nimmt man immer.
Jetzt will ich mal gucken, was für große Seelen das sind, also welche Größe die sind. Große Seele, habe ich eine gefüllt? War das jetzt der Geist oder der Bär? Von der Stärke her würde ich eher auf den Bär tippen, ne? Und das andere war ein kleiner Seelenstein, schwach. Das war bestimmt der Eisgeist. Also das denke ich mir jetzt mal, ich weiß es nicht. Und ich würde mal sagen, ich dürfte jetzt keine Kommentare mehr kriegen, dass meine Waffe zackt und dass ich doof bin und kacke und ey Mann, hol dir ein neues Schwert. Mittlerweile dürfte das wohl nicht mehr das Problem sein. So, dort drüben ist eine Ziege. Tschüssi, Ziege. Genau, ich dachte, ich skill mal ein bisschen das hier. Länger nicht mehr. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Oh, eine Schale. Den Distelzweig nehme ich wohl, aber das Gold nehme ich nicht raus, das bringt doch Unglück. Vor allem, das waren so wenig, das kann ich mir auch sparen. Irgendwas ist hier doch. Ich höre das. Das klingt wie ein Bär, wenn ihr mich fragt. Ah. Komme ich hier wohl unauffällig hoch? Ja. Komm schon. So. Ich wurde entdeckt. Von was auch immer. Okay, schon wieder so ein Schneebär. Komm her. Oh, Gott sei Dank bin ich ausgewichen. Ja, kritische Schläge. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Okay, ausweichen. Heilen. Starke Schläge drauf. Ausweichen. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kommt zu spät. Gesundheit wiederherstellen. Davon habe ich aber auch nicht ewig viele. Komm schon, mach wieder so ein... Ach du Scheiß... Nein. Nein. Okay. Immerhin rutsche ich elegant in den Tod. Wenn man das so nennen will. Okay. Ich weiß aber, dass da oben ein Bär ist. Immerhin. Und dann gehen wir einfach mal die normalen Stufenaufstiege hoch, weil dann müsste ich ja trotzdem da langkommen. Zumindest sagt mir das mein Gefühl. Ich brauche endlich mal einen Zauber, der mich irgendwie Gegner anzeigt in der Nähe. Das wäre so geil. Dann kann ich in der Wildnis ein bisschen unbesorgter langlaufen. Aha. Gott, der Weg ist echt verwinkelt. Hoffentlich geht's wirklich wieder da hoch, weil ich will diesen Bär noch fertig machen. Der hat mich geärgert. Bestimmt sind hier trotzdem noch genug andere Gegner, also keine Sorge, Alex, das wird schon. Aber jetzt scheint es mal ein bisschen ruhiger zu werden, da kann ich ruhig mal eine Waffe wegstecken. Hoffentlich ist das ein guter. Ein bisschen schleichen übe ich dabei auch noch. Carita, kann ich die wohl bestehlen? Die Chancen sind nicht sonderlich hoch, ne? Hey, hat aber geklappt, ist doch gut. Hi. Lasst mich in Ruhe. Wer bist du denn? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Das sind wohl alles so Leute, die einfach hier rumlaufen, okay? Was haben wir denn hier? Emblem 4. Kühne wandte sich an Parthurnax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg Drache gegen Zunge. Aha. Krass. Klingt eigentlich nach einer gar nicht so uninteressanten Geschichte. Schau mal auf die Uhr. Ach, sind schon wieder 18 Minuten rum? Kann nicht wahr sein. Immer wenn das Spiel so viel Spaß macht, ist doch traurig, ist das. Okay. Ich kann ja mal kurz gucken, wie weit es noch ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das ist noch eine Weile. Irgendwie wird mir kalt. Sehr kalt. Was ist das da oben? Ein Troll? Das sieht mir nach einem Troll aus. Ob der wohl automatisch hier runterspringt oder so ein, oder irgendwie so ein Witz oder so? Würde mich ja nicht wundern. Ich denke, ich könnte ihn besser andersrum überraschen. Scheiße! Nein, erwischt, erwischt. Perfekt. Nochmal. Hahaha. Sehr gut. Sehr gut. Und nochmal. Nein, 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 nein. Ach, stimmt. Ich brauche ja Feuerschaden und wird das nichts. Aber ich will deine Seele. Haha, wunderbar. Ich habe sogar noch Beschwörung verbessert. Das ist so schön. Trollfett gab es auch gleich noch dazu. Was haben wir hier? Emblem 5. Die Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten.
Alduin, ich glaube, der wurde schon mal erwähnt. Ist das nicht irgendwie so ein ganz, ganz großer Drache gewesen? Und ich glaube, in den Untertiteln hat man am Anfang des Spiels sehen können, dass der allererste Drache, der uns damals quasi das Leben gerettet hatte, dass der Alduin hieß. Bin ich aber gespannt, was der so mit uns zu tun hat, sozusagen. Irgendwas Wichtiges wird schon sein. Okay, dort finden wir schon die nächste Emblemplatte. Emblem 6. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme. Und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Ah ja. Das ist quasi die Entstehung der Reiche der Menschen hier in Himmelsrand. Oder Skyrim genannt. Dort ist schon wieder das nächste Emblem. Gibt's ja nicht. Ist ja echt eine lange Geschichte. Emblem 7. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jogen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Ja, irgendwie, es gibt ja auch nicht so viele, die die Stimme beherrschen anscheinend. Einmal Ulfric Sturmmantel, oder Ulfric, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, und halt ich. Ich kann das ja auch, warum auch immer. Anscheinend bin ich ja der Dovahkiin oder so. Emblem 8. Jogen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jogen, der Stille, erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Aha. Jogen, der Stille? Ist das ein Graubart? Weil wenn er sein Heim da auf dem Dach, auf dem Hals der Welt erbaute, das klingt so ein bisschen wie die Graubärte, ne? Aber nun gut. Ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss und das nächste Mal sind wir wohl endlich bei den Graubärten angekommen. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist Alex, bis dann!